Ja, also wir haben hier die Produktion in einem Raum untergebracht. Also man sieht hier, wir gehen gleich hoch, das sieht man so viel schöner. Die Meshtern hier vorne. Wir haben hier die Washpads, vier Stück. Und die Destillation dann eben hier im Verschlussraum. Hier sieht man schon eine Plombe hängen. In dem Fall ist es eine Plombe von uns, weil wir unbedingt rein mussten die Woche. Haben eine Reinigung durchführen müssen und dann ist das quasi eine absolute Notsituation, wo man auch mal rein darf. Normal hängt da eine Zollplombe an. Wir können da nicht rein. Aber es gibt halt technische Gründe, warum man dann doch mal irgendwo in den Verschlussraum rein muss. Die finden wir auch noch. Ja, genau. Ja, hier sieht man viel Technik verbaut und es ist so gebaut, dass es einfach wirklich hygienisch sauber und für den Brauer halt wirklich nachvollziehbar, nachproduzierbar gemacht ist. Das heißt, wir haben schon eine traditionelle Anlage hier stehen und haben die auch ein wenig umgewandelt. Also haben gewisse Dinge abgeändert, die es dann wieder zu was Besonderem macht. Zum Beispiel Kühlplatten in den Washbags, dass man die Temperatur regulieren könne und die Hefe in ihrem Optimum eben gären lassen können und so weiter. Das sind einige Dinge, die man dann eben jetzt, wenn man dann durchgeht, noch so sehen werden. Und insgesamt ist es halt einfach schön geworden, hübsch geworden. Und traditionell, warum? Wir haben wirklich hölzerne Washbags, Eugenpein, also Douglas hier. Und ja, die haben auch eine besondere Behandlung verdient, wie jedes Fass auf dem Hof. Die müssen gewässert werden, feucht gehalten werden. Wenn man mal an Weihnachten eineinhalb Wochen nichts machen, dann sind die undicht. Das ist halt so. Die müssen also gepflegt, gehegt werden, wie jedes einzelne Fass, das wir auf dem Hof haben, bevor man es abfüllen. Äußerlich mehrmals gedreht, gewässert wird, und teilweise von innen 24 Stunden gewässert wird, wenn es ein neues Fass ist. Holz braucht einfach viel Leidenschaft, viel Arbeit und viel Zuwendung. Aber das machen wir gern, weil wir arbeiten gern mit Holz, wir arbeiten gern mit dieser Anlage, so wie sie ist. Und es war immer klar, du hast immer gesagt, du willst hier eine traditionelle Anlage. Und so kam die Anlage von Forsyth, Meshtern und die Potstills. Direkt aus Schottland. Ich war aber schwer alkoholisiert, ne, als ich mir so bestellt habe. 20 oder 25 Drums into. Zum Glück. Ich konnte mich eine ganze Weile an nichts mehr erinnern. Aber da hat man die besten Visionen. Ja, ja. Zum Glück. Aber warum er so gern mit Holz arbeitet, ist, weil seine allererste Lehre, Ausbildungsstufe war ja Schreiner. Ne? Ich glaube, du bist auch gelernter Schreiner. Schreiner, dann Brauer. Deshalb hat er diesen Holzfetischismus, was natürlich optimal ist für die Whiskybranche. Fetischismus, ja. wenn die Anlage gewartet werden muss, müssen dann Leute aus Stockholm kommen, das oder? Ja, wir haben jetzt was ausgemacht, die kommen das Jahr das erste Mal, checken auch mal die Kupferstärke, die machen Wartung an der Wäsche dann. Ja. Die kommen extra. Ja.